Meine lieben Freunde von Blue Ocean haben mir ein Überraschungspaket mit Ninjago-Karten zukommen lassen. Was da drin ist, erfahren wir in diesem Video. Es gibt ja so absolut viele Produkte von diesen Ninjago Trading Cards. Es tut mir leid, dass ich an dieser Stelle jetzt schon ein bisschen spoilern muss, aber das, was ich in diesem Video über dieses Mystery Pack herausfinde, ist wirklich absolut episch. Das hat mich so absolut freaking überrascht. Und ich bin mir sicher, ihr werdet auch Augen machen. Eine kleine wichtige Information am Rande möchte ich euch allerdings nicht vorenthalten. Und zwar ist das hier schon der zweite Teil dieses Unboxings. Also holt am besten nach diesem Video oder einfach gleich jetzt vor diesem Video den ersten Teil nach. Ich verlinke euch den hier oben in der Infokarte. Und ansonsten möchte ich euch jetzt nicht mehr lange aufhalten und sage, wir starten mal rein da. Let's go! Oh, ich habe gerade hier gesehen, guckt mal, holy moly, die ist vielleicht wild. Und der Mechaniker, wie er da oben ist, das ist auch keine nicht so schlechte Karte. Wirklich sehr wilde Karte und auch mit diesem goldenen Hintergrund. Oh, und hier haben wir noch mehr von diesen Karten. Hier haben wir noch mehr von diesen Karten. Oh, da haben wir einmal Action Crystallized Asphera. Dann haben wir hier den Overlord. Der sieht auf jeden Fall besser aus als die Minifigur von Lego. Guckt mal, der hat da auch so einen Leuchteffekt. Der hat da auch so einen Leuchteffekt. Finde ich auf jeden Fall sehr cool, diesen Leuchteffekt. Oh mein Gott! Was ist das denn für eine epische Karte? Die sagt mir ja extrem zu. Oh mein Gott, die gebe ich nie wieder her. Die gebe ich nie wieder her. Die sieht vielleicht episch aus. Das ist jetzt, denke ich mal, auch so eine Karte. Da sieht man so im Hintergrund so blaue Risse auch. So wie bei Nia eben. Nur da sieht man halt schlecht, weil da alles verdeckt ist. Neue Ninja. Da haben sie auch einen freshen Shot von den neuen Ninjas bekommen. Ho, ho, ho. Und auch diese Effekte bei den Waffen. Da sehe ich jetzt das erste Mal die Augen von diesem türkisen Ninja, I guess. Genauer, die sind so leicht bläulich. Finde ich auf jeden Fall sehr cool, dass dieses Trading Card Set mir dazu jetzt erstmal die Möglichkeit gegeben hat. Goldener Jay sieht auch wild aus, aber finde ich jetzt nicht so wild wie Venir. Aber ich sehe da gerade schon, die hat ja einen roten Hintergrund. Dieses Rot, das passt auch ziemlich gut zu Kai. Nia bleibt aber mein Favorite bis jetzt. Team Mr. F und Harumi. Sieht schon wild aus, wobei mir da lieber gewesen wäre, wenn sie so die Mr. F-Version genommen hätten, die so in der Serie auch ist. Oh, bei Cole, das passt wieder sehr gut. Das passt wieder sehr gut, dieser Hintergrund und... Sag mir richtig zu, diese Karten. Ich weiß nicht, was das ist, aber die sind sehr wild. Oh, aber Zane ist auch sehr gefährlich. Guckt mal. Der hat auch wieder... Dieser blaue Hintergrund passt zu ihm einfach so gut. Lloyd, okay. Ja, ist okay. Aber hat er da das Island Headpiece? Ja gut, wahrscheinlich, weil es das einzige Headpiece ist, das es eben von Lloyd... Nee, das ist einfach nur das neueste Headpiece von Lloyd, was es aktuell von Lego gibt. Wahrscheinlich hat der Lego auch so ein bisschen so seine Finger im Spiel gehabt, so dass man sich diese Figuren halt einfach auch nachbauen kann und dass mehr Leute losziehen und diese Sets kaufen, in denen sie zum Beispiel dieses Hairpiece bekommen. Oh, Pyter. Ich weiß nicht, erinnert mich gerade so ein bisschen an die Mona Lisa. Egal wie ich ihn wende, er schaut mich immer an. Oh, ho, ho, das ist aber gefährlich, Ja. Oh, diese Karte sagt mir auch sehr zu. Okay, dann haben wir hier noch ein paar andere Karten. Ich muss mal alle... Holy, was ist denn das? Was sind denn das für Karten? Hier, guckt mal. Ich habe hier so diesen Stapel in der Hand. Da stechen die... Das sind alles besondere Karten.
Ich habe hier einfach ein Überraschungspaket mit richtig vielen besonderen Karten bekommen. Das ist ja mal wild. Das ist ja mal wild. Hier haben wir die neuen Ninjas. Ach nee, nicht alle, nur Türkis, Gelb und Lila. Da sieht man nochmal die blauen Augen, die der eigentlich hat. Fokus. Ja, wunderbar. Oh, die Drachenformen. Der Hintergrund auch wieder sehr wild. Goldrachen Jay. Crystalis Asphira. Wow, holy, was ist denn das? Neonkarten. Also, ihr müsst euch mal vorstellen, wie das so für mich gerade ist. Ich habe wirklich nur so diese Serien 1 und 2 Karten gehabt. Das waren größtenteils ganz simple Karten. Die hatten nicht wirklich irgendwas Besonderes. Jetzt sitze ich hier und sehe auf einmal so Neonkarten. Finde ich, ist eine sehr wilde Idee. Neon Pythor finde ich sehr cool. Ich weiß nicht, das hier könnte für mich ein bisschen mehr lila sein, dass es zu diesem Neon-Style hier passt. Das sticht für mich ein bisschen zu sehr raus, aber die Pose und alles andere an der Karte, wild. Holy! Das hier passt richtig gut. Das hier passt richtig gut mit diesen Schwertern. Diese Karten, die haben sich wirklich sehr cool entwickelt, seit ich... Was ist denn das? Die haben da sogar irgendeinen wilden Schusseffekt von Eis drauf gemacht. Ich komme gar nicht dazu auszureden. Also ich muss wirklich sagen, ich finde es sehr cool zu sehen, wie sich diese Karten entwickelt haben. Ach, und ich fange schon wieder an, der übelste Boomer zu sein, aber... Neon goldener Jay. Ist das überhaupt die goldene Figur von Jay? Ich weiß ja nicht, aber... Schreibt es mir auf jeden Fall gerne in die Kommentare, wenn ihr es wisst. Oh, und hier kommen wir zu Platin Edition Karten. Die sind auch komplett neu. Als ich diese Karten gesammelt habe, gab es diese Limited Edition Karten. Die waren limitiert. Die Karten sind wild. Das muss man schon sagen. Mhm. Sehr coole Karten. Gibt es noch irgendwelche Karten, die jetzt irgendwie neu sind? Ja, die sehen auch sehr wild aus. Ho, ho, ho. Das ist eine Mega-Action-Karte. Da hast du einfach noch eine Aktionskarte. Kontrollierst du Crystalis Nier und Aktion Crystalis Nier. Wenn du diese Karte spielst, gewinnst du das Spiel. Ach, das sind so Abkürzungen. Mit denen kann man einfach so instant das Spiel gewinnen. Sehr interessant, was sich da alles getan hat bei diesen Karten. Oh, sehr gefährlicher Move hier auch. Mhm. Also gerade die, die so am wenigsten zusammenarbeiten würden, weil ihr wisst ja, Harumi hasst den Schlangenmeister und Pythor hat einfach den Schlangenmeister freigelassen. Das finde ich deswegen sehr funny, dass die zwei hier gerade in dem Team sind. Und übrigens, ich habe mich jetzt entschlossen, dass ich diese Packs hier möglicherweise ein bisschen aufbehalten werde und dass wir die dann vielleicht mal zusammen in einem Stream oder so öffnen können. Crystallized Gigantdrache. Ja, wer kennt ihn nicht? Den Crystallized Gigantdrachen. Wer kennt ihn nicht? Das war ja so der eigentliche Schurke von Crystallized. Mega-Asphäre, noch so eine wilde... Nee, das ist jetzt keine Mega-Aktionskarte mehr, die heißt einfach nur Mega-Karte, also Mega-Asphäre. Sehr interessant. Ich blicke da noch nicht so ganz durch, aber ich bin ja auch ein Boomer, wie ihr wisst. Hier, Power Chompy. Ich sehe da auf jeden Fall noch sehr viele andere coole Karten. Und was wartet denn da auf uns? Was wartet denn da auf uns? Wieder besondere Karten. Ach, das sind wieder solche Karten. Ja, ja. Das ist auch eher so ein matt glänzend. Also, da ist jetzt nicht so eine Spiegelung drin zu sehen. Dann sehen wir uns mal das an, worauf ich auch ultra gespannt bin. Nämlich diese Mega-Oni-Lloyd-Karte. Hier, könnt ihr mir das mal in die Kommentare schreiben? Wofür braucht man denn diese Mega-Karten? Also, hier, da sieht man es ja eh. Als ich diese Karten hatte, gab es da auch solche Spielpläne. Und da passen diese Mega-Karten doch nicht mal rauf. Also... Würde mich wirklich sehr interessieren, wofür man die genau verwendet. Moment, habe ich mein Stanley-Messer jetzt irgendwo unter diesem Haufen? Ach, das ist doch schön. Ansonsten kann man sie ja... Genau, hier kann man es ja auch einfach öffnen.
Mit dem neuen Ninja als Hintergrund. Oh, und hier haben wir den Spielplan. Oh, das ist in diesen Neonfiguren. Das sieht aber richtig wild aus. Das sieht richtig wild aus. Da macht es mir auch absolut gar nichts mehr aus, dass der nur zwei Arme hat. Und es ist auch so fester Karton. Ich glaube, als ich diese Karten damals hatte, war das noch so ziemlich billiges Papier. Und das wurde halt ziemlich schnell kaputt. Die sind auf jeden Fall sehr cool designt. Ich liebe auch diesen Farbverlauf. Er gibt einfach ein sehr cooles Aussehen. Und jetzt, meine Damen und Herren, kommen wir zu der großen Mega-Oni-Lloyd-Karte. Oh, ich halte da mal als Vergleich so eine kleine Karte hin. Die ist schon... Die ist mehr als zweimal so groß wie so eine kleine Karte. Das ist schon wild. Aber kann ich die denn irgendwie in dieser Mappe verstauen? Ich denke, ich kann es da am Anfang so hineingeben. Da ist ja so ein Ding. Da könnte ich sie verstauen. Okay, sieht jetzt aber erstmal nicht so aus, als könnte man da die große Karte auch reingeben. Ja, also ich weiß jetzt nicht, ob die wichtig für das Spiel ist. Also kann ich das jetzt nicht so gut beurteilen. Ich gehe hier als absoluter Boomer an die Sache ran. Haben mittlerweile wahrscheinlich auch schon die letzten begriffen. Aber ja, vielleicht öffnen wir noch ein Pack, um zu sehen, wie das aufgebaut ist. Mit 6 Karten, okay. Damals waren das, glaube ich, nur 5. Ich weiß aber nicht, ob sich der Preis nicht erhöht hat. Also dazu kann ich jetzt nicht viel sagen. Ich glaube, der hat sich tatsächlich erhöht. Ich bin mir aber nicht so ganz zu 100% sicher. Ja, deswegen schauen wir einfach mal rein. Hier haben wir erstmal Crystallized Jay. Dann haben wir eine Aktionskarte. Noch eine Aktionskarte. Familienbild. Spinnenlieferung. Und McEvo. Und hier haben wir den Neon-Totenkopf-Magier. Ich finde es jetzt ein bisschen schade, dass da jetzt nur so zwei wirkliche Figuren dabei waren. Aber ansonsten finde ich vor allem die Bilder hier auch sehr cool. Und auf die Idee muss man erstmal kommen, hier so dieses Bild zu verwenden. Das kommt in dieser Serie vielleicht für eine Sekunde vor. Und hier haben wir es einfach in komplett scharf auf einer Karte. Und es sieht sehr cool aus. Es sieht einfach sehr cool aus. So, hallo, ich befinde mich gerade am Ende von Squid Game. Während dem Anschauen von der Serie habe ich so ein bisschen die Karten einsortiert. Und jetzt kommt die nächste Überraschung. In dieser Mystery Box, in diesem Überraschungspaket, diese Karten, die da einzeln drinnen lagen, das waren einfach alle Karten für diese Staffel. Also für diese Serie. Die sind ja nicht in Staffeln, sondern in Serien aufgeteilt, die Karten. Und oh mein Gott, was für eine nächste wilde Überraschung. Erinnert ihr euch noch an diese Karten hier? Das war der eine Booster, den wir aufgemacht haben. Die anderen werden wir auch noch aufmachen. Möglicherweise mache ich die im Stream auf. Aber ja, so viel dazu. Also, ich würde dann sagen, ich schwenke mal wieder um zu meinem Gegenwart-Ich, beziehungsweise für mich jetzt meinem Vergangenheits-Ich. Aber ja, ich wollte euch das nur noch mal kurz mitteilen, diese aufregenden Neuigkeiten. Also, let's go, zurück. In der Videobeschreibung habe ich euch noch Blue Ocean verlinkt. Ich habe da gesehen, auf deren Instagram-Account haben die auf jeden Fall häufig jetzt so Gewinnspiele, wo man auch ganz viel zu diesen Ninjago-Karten hier gewinnen kann. Ganz viele Booster und so weiter und so fort. Hatten wir diese Karten schon? Holy moly. Egal, ich lasse mich zu einfach von diesen Karten ablenken. Ja, wie gesagt, checkt das alles auf jeden Fall gerne aus. Beantwortet mir in den Kommentaren meine Boomer-Fragen. Und ansonsten sage ich wie jedes Mal oder fast jedes Mal, danke fürs Zusehen und bis bald.